In diesem Video zeige ich dir eine Übung, mit der du deine Kopfstimme trainieren kannst und lernen, wie du in der Kopfstimme einen klaren Ton singst. Außerdem verrate ich dir am Ende des Videos, was dein nächster Schritt sein sollte, um deine Kopfstimme noch weiterzuentwickeln. Ach ja, Kopfstimme wird auch öfter mal Falsett oder Falsetto genannt. Im klassischen Gesang singen Frauen fast ausschließlich in der Kopfstimme, im Popgesang, im modernen Gesang singen sie auch öfter mal in der Bruststimme, jedenfalls häufiger als im klassischen Gesang. Männer singen tendenziell viel in der Bruststimme, aber manchmal eben auch in der Kopfstimme, sogar in der Popmusik. Hier zum Beispiel. 'Cause you give me all of me. And you give me all of you. Whoa. Was ich aus meinen über 7000 Stunden, die ich schon Gesang unterrichtet habe, sagen kann, ist, dass den meisten Sängern die Vokale U und I in der Kopfstimme am leichtesten fallen. Wir benutzen jetzt das U, und damit wir einen schönen Stimmanschluss haben und einen klaren Klang, da setzen wir vor das U noch ein G. Das hilft dir, den Stimmanschluss herzustellen. Gu, gu, gu. Ja, kannst du gleich mal ausprobieren. Gu, gu, gu. Such dir hier erstmal eine gemütliche Tonlage in deiner Kopfstimme. Nicht zu hoch, nicht zu tief. Wenn du zu tief bist, wird es wieder schwer, in der Kopfstimme zu bleiben. Dann möchte deine Stimme eigentlich automatisch wieder in die Bruststimme wechseln. Also in einer mittleren Tonlage in deinem Kopfstimmenbereich. Gu, 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 gu. Wenn du merkst, dass deine Kopfstimme sehr hauchig ist, gu, 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 da viel Luft drauf ist und du möchtest die Luft wegkriegen, dann heißt das, deine Stimmlippen schließen nicht richtig. Wir wollen also einen besseren Stimmlippenschluss herstellen, und das kannst du unter anderem durch ein intensiveres G, G, G. Mach das mal mit mir. G, G, G. Und da spürst du ganz deutlich, wie deine Zunge hinten hochgeht an den weichen Gaumen, und die Stimmlippen fangen schon an zu schwingen beim G. Das heißt, die schließen schon, und genau das wollen wir ausnutzen, dass die da schon schließen. Mach's nochmal mit mir, ein sehr intensives G, G, G. Und dasselbe in der Kopfstimme.